Ja, wie habe ich mir die Zukunft vorgestellt? Jedenfalls besser wie jetzt. Was konkret haben Sie sich dann so ausgemalt? Naja, man hat ja nie gedacht, dass die Arbeitsplätze gleich so wegfallen. Ja, das, viel wegfallen. So viel wegfallen. Das war schon schockierend. Auf alle Fälle ist es vorwärts gegangen. Also es hat sich unheimlich positiv verändert. Was zum Beispiel? Dass wir mal reisen können, wo wir gerne hin wollten. Das ganze Umfeld, die ganze, eigentlich alles, was so ist hier. Naja, man hat gedacht, dass es besser wird. Aber so besonders viel besser ist es nicht geworden, wa? Na, auf jeden Fall besser. Sie haben die Misere schon kommen sehen? Ja. Mhm. Ja, das hat man gesehen. Ja, man kann sich heute nicht auf die Straße getrauen, dass man arm Kloppe kriegt. Wenn man nicht einen Hund mit hat, dann greifen sie ihn an. Sie kommen ja aus Leipzig. Da haben Sie wahrscheinlich dort so richtig die Wende auch miterlebt oder haben Sie damals noch nicht da gewohnt? Doch, da habe ich auch schon. Welche Erinnerung haben Sie? Ich wollte ja eigentlich, dass man schön einkaufen kann. Dass meine Kinder waren damals noch sehr klein, dass die eine tolle Zukunft haben, in tolle Berufe einsteigen könnten. Dass es mir finanziell sehr gut geht. Partnerschaft auch, ja. Eigentlich war die Zukunft, ja, dass ich einen guten Job gut erreiche und habe ich eigentlich auch alles erreicht. Ja, das waren eigentlich so die Hauptziele. Und haben Sie auch zu denen gehört, die auf die Straße gegangen sind damals? Nein, meine Kinder waren sehr klein. Ich hatte meinen damaligen Partner, ist damals sehr aktiv gewesen in Leipzig. Ich habe damals noch auf dem Dorf gewohnt, nicht direkt in Leipzig. Und ja, zeitlich war ich da gebunden, konnte ich das. Ich habe das nur im Fernsehen alles verfolgt. Du fällt mir eigentlich da so gar nicht mehr dahin. Ich war schon vorher abgehauen und sie ist ein Jahr später nachgekommen. Das ist eine interessante Geschichte. Vielleicht können Sie mir mehr darüber erzählen. Wann sind Sie denn weg? 1988 bin ich dann ein böser Mensch geworden und bin dann abgehauen. Durfte ich meine Schwester ein bisschen beerdigen und dann bin ich gleich dort geblieben. Und dann hat sie die Ausreise beantragt und dann ist sie durch die Schikane gelaufen von der Staatssicherheit. Aber dann ist es besonders interessant von Ihnen jetzt mal zu hören, wie haben Sie denn von der anderen Seite her den Mauerfall beobachtet? Wie ging es Ihnen denn damit? Ja, viel hat man ja nicht gesehen. Ich musste ja vorsichtig sein, ich wollte ja mit den Kindern weg. Und da musste ich mich zurückhalten. Ich habe ja dann bloß noch 70% Lohn gekriegt. Habe kein Frühstück mehr auf Arbeit gekriegt. Meine Kinder durften nicht mehr mit dem Schulbus fahren. Alles sowas. Das ist schwierig war das, ja. Genau. Aber Sie haben sich sicherlich gefreut, dass die Mauer weg ist. Aber volle Hanne, volle Kanne. Und ich konnte endlich dahin fahren, wo ich hinfahren wollte. Ich war ja so, ich habe ja LKW gefahren. Und sobald ich irgendwo auf dem Bahnhof gefahren bin, wo Westware von Osten nach Westen gegangen ist, durfte ich ja nicht hinfahren, weil die Verwandtschaft ersten Grades hatte. Ja, also war da auch ja wieder Verbot und so weiter. Okay. Ja, so ist es gewesen. Schöne Geschichte. Dankeschön. Ach, schönen Tag noch heute.